Der Fluch der bösen Tat, die immer Böses muss gebären. Der Grundsatz deutscher Migrationsflüchtlingspolitik, die seit gezählt acht Jahren Hinz und Kunz aus aller Herren Länder, vornehmlich aus dem Nahen Osten, vornehmlich männlich, nach Deutschland geholt, regelrecht importiert, ja eingeladen hat. Und nun rächt sich die böse Tat. Die Wir schaffen das Politik von Angela Merkel, die einsam und alleine im Kanzlerbunker zu Berlin 2015 der Meinung war, intolerantes tolerieren zu müssen, unintegrierbares integrieren zu müssen. Zur Heiligsprechung der Kanzlerin der Herzen und der deutschen Nation, die ach so gut und humanitär die Konflikte aller Kontinente und Herren Länder nach Deutschland inmitten einer friedlichen und sicheren Gesellschaft importieren musste. Berlin, Oktober 2023. Palästinensische Kundgebungen. Tod dem Staate Israel, Tod den Juden, Tod dem Westen, Tod dem Christentum, Tod uns aufgeklärten Bürgerinnen und Bürgern des 21. Jahrhunderts. Das ist die Botschaft jener Glückskinder, die Angela Merkel, das gesamte deutsche politische Establishment, die Grünen, die Sozialisten, die Linken, die letzten Jahre vollzogen haben. Und nun, wo Sie sehen, dass Sie zwar den deutschen Patriotismus tilgen wollten, aber dafür sich den islamistischen Nationalismus eingehandelt haben, geht Ihnen der kalte Schauer auf. Weiß doch die AfD, die, die letzten zehn Jahre davor gewarnt hat, dass diese Unterwanderung der Gesellschaft am Ende in einem Gottesstaat europäischer Prägung mündet. Aus Breitscheidplatz hat die deutsche Regierung nichts gelernt, aus den Terroranschlägen von Nizza, aus Paris, aus Wien. Sie haben nichts gelernt. Sie haben die Unterwanderung fortgesetzt. Nun? gibt es einen Krieg in Israel. Nun nehmen sich die hier eingesickerten Schläfer das Recht heraus, den Konflikt inmitten die deutschen Städte zu importieren. Und nun dämmert es dem politischen Establishment, das noch vor Wochen oder Monaten die AfD als Rassisten, Rechtsextreme und Nazis bezeichnet hat, weil die AfD diese Unterwanderung verhindern wollte. Weil die AfD nicht Antisemiten importieren wollte, weil die AfD keine gewalttätigen, terroristischen Parallelgesellschaften dulden wollte. Nun wacht das politische Establishment auf und erkennt, wie brandgefährlich der bisherige Weg war. Nur nun ist es zu spät, denn auf Berlinstraßen regiert nicht mehr deutsches Recht und Ordnung, es regiert das Recht des Stärkeren. Es regiert das Recht der importierten Glückskinder von Angela Merkel. Man darf ihnen kein Haar krümmern, man darf sie nicht abschieben, man darf sie nicht zurechtweisen, denn das würde ja der multikulturellen Ideologie, die die letzten Jahre gepflogen wurde, diametral entgegenstehen. Die Lusarazin hat vor wenigen Jahren ein Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab er wurde dafür kritisiert diffamiert auch als nazi bezeichnet die losarazin hatte recht wie die vielen anderen auch die diffamiert und verleumdet wurden und nichts anders wollten als friede und sicherheit in ihrer heimat